Hoi, was geht ab, Leute? Hunger. Auf dem Weg zu einem Enter-Raid, da hinten. Ah, da sind sie wieder. Da waren zwei Vulkanos, weil hier Vulkanonest ist. Wollte ich noch schnell fangen. Dann habe ich auf einmal Sightings verloren und die Pokémon sind nicht gespawnt. So. Auf dem Weg zu einem Enter-Raid, den machen wir schnell hier in der Früh. Und dann gibt es eine Sache, die wir besprechen wollen für dieses Video, und zwar Eier. Es wurden wieder ein paar Sachen geändert bei den Eiern. Und die verrate ich euch natürlich. Und natürlich auch allgemein reden wir über Eier. Habe in letzter Zeit öfters die Frage bekommen, soll ich mir Inkubatoren noch kaufen? Lohnt sich die noch? Also die kurze Antwort, nein, lohnt sich eigentlich nicht. Aber mehr dazu gleich. Fangen wir erstmal das Vulkano hier noch, das zweite. Dann auf zum Enter-Raid. Der startet um 12, es ist 11:45. Das heißt, hoffentlich habe ich da vorne noch Zeit, ein bisschen zu quatschen über die Eier. Ja, auf geht's. Oben angekommen. Nicht wirklich irgendwo Platz, wo ich meine Kamera abstellen kann. Oder? Die Probleme eines YouTubers. Hier aber nicht wirklich, oder? Ja, da muss ich knien. So. Setzen wir uns mal. Platz gefunden, der relativ okay ist. Und zwar hier, September 2017. Neue Veränderungen. 9 Pokémon, die es jetzt nicht mehr in den Eiern gibt, und 13, die jetzt neu oder wieder in den Eiern gibt, und dann natürlich die Raritäten ein bisschen geändert. Fangen wir mal an mit den 9, die nicht mehr in den Eiern sind. Dann haben wir halt die Gen 1 Starter, Bisasam, Glumanda und Shigi. Was ich eigentlich okay finde, ich finde, wenn Gen 1 da ist, sollten die Gen 1 Pokémon in den Eiern sein, also die Starter. Und wenn Gen 2 rauskommt, dann die Gen 2 Starter. Finde ich okay so. Also nicht ganz am Anfang vielleicht. Ein bisschen warten und dann, dass die auch in den Eiern sind, damit man am Anfang noch die Nester abcheckt. Und jetzt ist Gen 2 fast am Ende und jetzt kommen erst die Gen 2 Starter in den Eiern. Also das fand ich ein bisschen spät. Sterndus weg. Ist okay. Rettern. Finde ich persönlich schade, weil ich noch kein 100% Rettern habe. Goldini weg, okay. Magnetilo weg, auch schade. Vor allem kriegt er noch eine Weiterentwicklung und auch kein 100% bisher. Vulpix auch schade, noch kein 100%. Und Yanma, den habe ich noch nie gebrütet. Also der war selten, glaube ich. Wenn nicht, schreibt es unten in die Kommentare, falls ihr den öfters gebrütet habt. Den habe ich nie gesehen. Also die sind jetzt weg. Und dafür neu gekommen sind Gen 1 Starter natürlich. Endivir, Feuerigel und Kanimani. Teddy Ursa, Hunduster und Snubbull. Recht okay, finde ich. Also gute Pokémon, solide Pokémon. Und ich nehme mal an, alle 5K. Finde ich, ist okay. Dann kommt hier eine Spalte. Da steht Ankommen, ich habe keine Ahnung, was das für eine Spalte ist. Auf jeden Fall noch ein paar Veränderungen. Landturn, nicht Landturn, Lampi, die Vorentwicklung. War ja 5 Kilometer, dann wurde sie in 10 Kilometer gepackt und jetzt wieder 5 Kilometer, also die wissen auch nicht, was die da machen wollen. Mantax von 10 auf 5, Tanzer von 10 auf 5 und mein guter Kollege Skogler von 10 auf 5. Gute Veränderung, das waren 4 schwache 10er, die sind jetzt weg. Und dann noch ein paar Raritäten, die geändert wurden. Pichu ist von Ankommen, also unhäufig, zu häufig geworden. Was gut ist, das wurde halt geändert damals so mit der Ash Cap, damit die Chance höher ist, dass die Leute einen Ash Cap Pichu schlüpfen. Ich kenne trotzdem welche, die haben es trotzdem nicht bekommen. Echt schade für die. Und das jetzt besonders gut war Shiny Pichu. Ich habe auch schon von einem Fan von euch ein Bild zugeschickt bekommen, der hat ein 100% Shiny Pichu geschlüpft. Das ist echt krass. Ansonsten Voltilam von selten auf unhäufig, finde ich, ist es gut. Voltilam auf jeden Fall eines der selteneren. Ich kenne viele Leute, die laufen immer noch mit Voltilam herum für Amphagos. Pogigon von Super Rare. Servus. Zu Unkommen ist okay. Wird, glaube ich, viele ärgern, weil Pogigon nicht so beliebt ist und alle immer noch genug von dem Valentins-Event haben. Und dann Skarmory, Panzer Ergon von Super Rare. Wusste nicht, dass der Super Rare war. Auf selten. Das sind halt die häufiger wurden und jetzt die seltener wurden dafür. Tanzer, den fand ich eh bisher schon selten. Und mein guter Kollege
mein guter Kollege Skogler ist von Uncommon auf Super Rare gestiegen. Wir werden jetzt beobachtet, also machen wir jetzt glaube ich den Raid und dann schauen wir später. Reden wir allgemein über die Eier und Inkubatoren und was sich da noch so lohnt. Aber das war's erstmal. Los geht's. Klar gefangen, aber schlechter wie, also wir können mal direkt verschicken. Ja, ich will den echt verschicken. So, mal drehen. Dann können wir über die anderen Sachen reden. So, wieder zu Hause. Ganz kurz zu den Eiern noch, zu dem Artikel. Was ich interessant finde ist, wer ist der Typ? Ihr seht es eher auf dem Bild, also wohin genau? Girafarik, Dumiesel und Potrot, genau so heißt der. Die vier sind hyper rare, also hyper selten. Das finde ich echt sehr interessant und habe auch noch keinen von den vier jemals geschlüpft, also schreibt unten rein, falls ihr jemals einen von denen geschlüpft habt. Aber wie gesagt, jetzt reden wir über die Eier. Ich habe zum Beispiel momentan, habe ich jetzt wieder, ich mache mal einen Screenshot für euch, 17 Kilometer Eier. Und ich habe mir bisher genau 3x8 Inkubatoren gekauft, also 24. Ich habe mir halt jedes Mal nur welche gekauft, wenn ich genau 9, 10 hatte. Und dann habe ich mir jeweils 8 gekauft und dann plus den unendlichen sind 9. Dann habe ich die geschlüpft und das ist mir genau 3, 6, ich glaube 7 Mal bisher passiert. Aber ansonsten kaufe ich mir gar keine. Und ich finde, der Preis lohnt sich auch überhaupt nicht dafür. Oh, Moment, ein Ladybar hier. Und mein Charakter ist unsichtbar. Echt komisch. 150 kostet das. Ich habe jetzt zum Beispiel, ihr wisst, wir haben die Medaillen verglichen. Zum Beispiel mit Birgit. Die hat über 6000 geschlüpft daher. Und ein Inkubator, das kann man dreimal verwenden. Das heißt, um ein Ei zu schlüpfen, kostet es 50 Münzen ungefähr. Weil ein Ei kostet 150 durch 3. Und 6000 mal 50. Ich habe das mal ausgerechnet, aber darauf gehen wir wahrscheinlich später, also nicht später, in einem anderen Video nochmal genauer ein. Und zwar, okay, oh krass, mein Charakter ist unsichtbar, wenn ich mal über Pay to Win und Free to Play und sowas rede. Auf jeden Fall sind das über 2000 Euro gewesen. Natürlich gibt es Rabatt und Arena-Münzen und sowas, aber ungefähr. Und ja, das ist echt eine Menge Geld, nur für die Eier. Vor allem, wenn momentan für mich zum Beispiel nichts Interessantes in den Eiern ist.
Da bin ich echt nicht bereit, das aufzugeben. Da kaufe ich mir. Also, ich kaufe mir eh nur Glückseier. Alles andere lohnt sich erstmal gar nicht. Nicht mal Raid-Pässe. Wäre dazu wahrscheinlich auch demnächst, wieso ich keine Raids mache. Aber, oder nicht so viele. Es gibt nicht mal dieses Sonderangebot. Also, man kann. Also, wenn Inkubatoren ein bisschen billiger wären, dann könnte man sich's überlegen. Also, die sind halt immer 150. Sagen wir, einer würde 80 kosten und dann gibt es auch dieses Package 8 für 500 und dann 25 für 1250. Also dann würde ich sagen, könnte man sich es auf jeden Fall überlegen, aber so für 150 auf gar keinen Fall. Und das einzige Mal, wo die reduziert waren, war halt zu Weihnachten. Das ist auch schon 9 Monate her. Heute ist September, oder? Ja, so 8 bis 9 Monate. Das ist schon richtig krass. Und da gab es die halt für 100. Wenn ich mich richtig an das Package erinnere, das erste.